Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurofishing. Heute natürlich wieder auf den Wils, denn auf den haben wir es abgesehen. Nicht ausgesehen. Aussehen tun wir auch, aber wir haben es auf den Wils abgesehen. Und deshalb gehen wir natürlich direkt nach Presa del Monte Bravo an Ausrüstung, wenn ich nichts ändern, denn ich kann nichts ändern. Zumindest nichts, was mir im Bezug auf den Wils helfen würde. Aber, ja, ich habe mich natürlich informiert. Und danke auf jeden Fall an Miguel, der hat mir nicht gesagt, wo der Fisch angeblich zu fangen ist, den wir suchen. Nämlich den 150-Pfund-Wels. Werden wir da versuchen. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, allen Hass auf ihn bitte, ja. Nein, Spaß. ich werde es jetzt da versuchen. Und mal gucken, ob da was geht. So, heißt also, das ist die richtige Ausrüstung. Ein Tag, eine Stunde. Mache ich mal einen Tag, drei Stunden. Dann haben wir nicht ganz so schnell den Morgen rum. Und der Rest sollte passen. Hoffen wir, dass es klappt. Ich bin gespannt. Ich erinnere mich tatsächlich dunkel, dass ich an dieser Stelle schon mal einen Bossfisch gefangen habe. Das war auch ein Wels. Das war dieser, wie heißt der denn? Ich weiß nicht, Cheetah oder sowas. Dieser schwärzliche. Aber wir gehen auf jeden Fall hier hin. Und sollen dann zu dem Zelt... Ist das hier direkt? Ja, wa? Muss ja wohl. Oder ist das da vorne noch einer? Warte mal, ich glaube, hier vorne ist noch einer. Kann ich eine Map hier aufrufen? Freunde, irgendwie kann ich eine Map aufrufen. Ich weiß nicht, wie. Ach, hier in den Dingern, ne? An den Dingern. Hier ist ja nur ein Platz. Alles klar, also muss ich also zu dem Zelt da. Weil das hier ist nämlich keiner, oder? Ne. Das ist einfach nur Ufer. Na gut. Dann versuchen wir von dem Zeltplatz hier aus. Der sieht halt so ein bisschen verwirrend aus. Weil ich dachte, der ist da irgendwo auf der Dingens. Vor allem soll ich in die Richtung da hinten werfen. Richtung der Gabelung hier. Könnte ich fast besser von der anderen Seite aus machen, wa? Egal, ich werde jetzt mal von der Seite hier versuchen. Wenn das total scheiße ist. Ja, hier ist nur ein Zeltplatz. Na gut. Schlagen wir erstmal hier das Lager auf und richten uns ein. Mehr Möglichkeiten haben wir eh nicht, aber muss er halten. Oh, Leute, ich hasse Leute. Warte. So, ja. Wenn du dann so Nachrichten bekommst und ich schicke dann einfach 10 Fragezeichen, bis du antwortest. Das ist natürlich schon immer prickelnd, ne? So, wir nehmen jetzt hier den Vierer Schlamm erstmal und den großen Boilie an die 1. Ich hoffe, ich kann ihn da über Land ziehen. Weiß ich natürlich nicht. Er schreibt, man muss nur genug nerven, ja. Hat er recht. So, ich hau das Ding jetzt erstmal darüber. Hoffentlich nicht irgendwie an Land. Ne, guck mal, der liegt eigentlich ganz gut. Dann die 2 mit einem Dampel drauf. Oh, da ist Kies. Dann haben wir da Schlamm. Ne, haben wir auch nicht. Das ist klar, hier muss ich da vielleicht auch einen Kieshack mal drauf machen. Mal gucken, wo der landet. Der ist im Schlamm da hinten drin, aber der ist fast zu weit, oder? So eine Mischung aus... Kies und Schlamm, okay, der 2 liegt jetzt was auf Kies, aber was soll's. Lass ich erstmal so. Und jetzt bin ich gespannt, ob da irgendwas überhaupt zu fangen ist. Unsere Routen liegen auf jeden Fall. Also ich sag mal, aus dem Seitenarm da hinten kommt schon mal kein Fisch mehr lebend raus. Ja, der muss auf jeden Fall an einem Haken vorbei. Und rein kommt da auch keiner. Das heißt, wenn der große Wels da beheimatet ist, dann sollten wir den
auf jeden Fall erwischen. Und es geht direkt los mit der Nummer 3. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich kriege ihn über die Ecke gedrillt. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er da über Land geht. Und wenn die Fische hier an Land gehen, sind sie halt weg. Aber ich hoffe, wir kriegen das halbwegs geregelt. Das sieht im Moment noch ganz gut aus. Noch schwimmt er hier gerade auf mich zu. Oh, da geht sogar eine Bremse, Freunde. Der geht auf 30 in der Bremse. Das ist was Dickes. Da ist was Dickes am Haken. Freunde, das ist was Dickes am Haken. Da haben wir, glaube ich, einen Wels. Oder einen Bosskarpfen oder was auch immer. War aber natürlich episch, wenn er direkt der erste Fisch wäre. Aber das ist der erste Fisch, der jetzt mal wieder in die Bremse geht. Bin ich mal gespannt, was da zum Vorschein kommen wird. Auf was haben wir den jetzt gefangen? Weiß ich gar nicht. Aber ist ja egal. Ich muss ja nicht wieder neu auswählen danach. Ich werfe den gleich einfach wieder genauso ins Wasser. Ne, ist ein Karpfen. Ist tatsächlich ein Karpfen. Das kann ja wohl nicht sein. Vielleicht ging die gestern auch in der Bremse. Ach, gestern sei ich schon. Ich nehme gerade im Voraus auf. Wenn das Video kommt, dann ist das schon ein paar Tage her. Seitdem mein letztes Eurofishing-Video kam. Aber es geht auf 1 an ab. Ja, aber kann gerade nicht. Sorry. Lol, jetzt habe ich gar keinen Sound mehr. Was war das? Da ist mir kurz irgendwie das Spiel. Hängen geblieben ist es nicht mal. Also ich hatte die alles bewegt, glaube ich, ne? Aber ich konnte halt nicht mehr kurbeln und der Sound war kurz weg. Aber der Fisch hier ist noch dran. Nur deine 1 ist halt weg. Damit können wir aber leben. Bin mal gespannt, was denn jetzt, was ich sagen wollte. Vielleicht sind die dann auch tatsächlich in der Bremse gegangen. Aber manchmal hat man diesen Bug, dass man das eben nicht hört. Ich bekomme nicht mal hier was angezeigt. Von wegen Cache oder so. Irgendwas stimmt hier gerade nicht, aber das ist doch schöner, so ein 20 Pfund Fisch. Also ich habe das schon wieder nicht auf Meter umgestellt. Und auf Kilogramm, ich Idiot. Ja, 24 Pfund gemeiner Karpfen. Ja, schon mal nicht das Richtige, was wir suchen. Was war denn jetzt hier als Köder? Kies. Ach guck mal, da ist sogar Kies dran. Habe ich den nicht auf Schlamm gelegt aus Versehen? Ich kann den ja auch nicht auswerfen. So, jetzt aber. Boah, aber genau auf die Spitze. Weißt du, dann suchst du Kies und findest keinen. So, da ist Kies. Die müssen wir mal neu auswerfen. Denn da haben wir ein Biss gehabt. Aber die 2 ist verdächtig ruhig. Weißt du, ob da vielleicht noch was geht oder eben auch nicht. Das haben wir auch auf Kies geworfen. Da ist Schlamm. So. Da haben wir nämlich noch den Schlammhaken dran. Also warten auf den nächsten Biss. Der erste Fisch ist in der Tasche. Leider weder ein Wels, noch ein Bossfisch, noch ein großer Fisch. Von daher war das jetzt nicht ganz so erfolgreich. Aber die 3 entscheidet sich mal wieder, dass wir da den nächsten Fisch an der Route haben. Aber ich glaube, das ist echt nicht so geil, darüber zu angeln, oder? Kriege ich den rum? Ja, scheint aber gut zu klappen mit dem drumrum drillen. Aber der zum Beispiel geht erstmal gerade nicht in der Bremse. Na doch, jetzt ein bisschen, aber auch ein Karpfen. Da haben wir schon die Rückenflosse wieder gesehen, die verräterische. Die fast wie beim Hai natürlich, auch wie beim Karpfen, durch die Wasseroberfläche schneidet, aber bringt uns nichts, wir wollen eine andere haben. Ich will die Rückenflosse von dem Wels da sehen und sonst gar nichts. Kann ja wohl nicht sein.
Aber die Bucht da auf der anderen Seite scheint mir jetzt nicht so erfolgreich zu sein, ne? Aber vielleicht dauert es halt auch, bis da mal der Bossfisch anbeißt. Kann natürlich auch sein. Muss man natürlich auch Geduld haben. Und Geduld ist ja bekanntlich unsere Stärke. Deshalb mache ich mir da gar keine Gedanken. Aber die zwei ist schon ziemlich lange im Wasser, ohne dass was passiert ist. Weil eins hat ja zumindest ab und zu mal was gezupft, beziehungsweise einmal, um genau zu sein. Da ist ab und zu auch schon stark übertrieben. Aber das ist halt beim Angeln, ne? Da werden die Fische immer größer. Je länger das her ist. Also, auch die Anzahl der Bisse muss natürlich nach oben korrigiert werden. Aber erstmal müssen wir den Karpfen hier ausdrillen. Ich meine, hier gibt es ja auch Bosskarpfen. Wenn ich jetzt mal so einfangen würde, wäre auch schon mal okay. Weißt du, aber ich kriege ja immer nur diese 20 Pfund Brocken hier. So, komm. Jetzt kannst du dich mal endlich müde zeigen. Das wäre echt super nett von dir. So, jetzt kann man fangen. Und wieder so ein 20 Pfund Fisch. Wieder ein Karpfen mit 20 Pfund, gemeiner Karpfen. 25 Pfund sogar, Wahnsinn. Aber nicht das, was wir wollen. Egal. Wir versuchen es weiter. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Wo ist denn dieser Kiescher da hin? Da. So. So, vielleicht muss ich auch mal auf dem Schlamm da versuchen, direkt vor der Ecke. Aber bei die zwei habe ich mal woanders hin, da ist ja gar nichts los. Wann habe ich denn da mal für einen Köder dran? Weiß ich auch nicht. Ich lege ihn mal auf Schlamm. Ah, guck mal, sogar Schlammhaken auf und Lach auf Kies. Kann natürlich auch nichts werden. Packen wir mal einen Boilie dran. Oder? Ne, ich bleib erstmal beim Dumpel. Aber ich glaube die 1. Ach, jetzt geht die 1 gerade. Dann nehmen wir sie doch schnell meine Hand. Bevor der Fisch sagt, auf Wiedersehen. So. Haben wir doch da was. Und ich glaube, die 2 lag jetzt auch auf Schlamm. Von daher sollte das eigentlich passen. War zwar am Anfang erst auf Kies, aber ist dann nochmal umgesprungen. Was ist das denn hier? Ah, jetzt die Route krumm, wollte schon sagen. Gerade war die halt gar nicht krumm. Karpfen. Wieder ein Schuppenkarpfen, den wir hier dran haben. Das kann euch nie wahr sein. Was mache ich nur falsch im Leben? Da willst du doch nur einen so einen Wels fangen. Und du kriegst nicht mal einen Wels. Okay, wir wollen ab jetzt Karpfen fangen. Ja, das ist nämlich jetzt die Verwirrung. Jetzt glauben die Welse, dass sie safe sind. Also tun wir so, als wenn wir natürlich theoretisch Karpfen fangen wollen. Und dann werden wir Welse fangen. Aber der hat wieder 20 Pfund, das ist doch der, den ich gerade reingeworfen habe wieder. Kannst du mir erzählen, was du willst. Das ist doch wieder genau das gleiche. Immerhin, fangen wir was, ist ja auch schon mal halbwegs in Ordnung. Vor allem in einem guten Rhythmus. Ist jetzt nicht so, dass ich da mega viel Leerlauf habe, aber auch nicht so mega viel Stress. Dass die da irgendwie gleichzeitig beißen oder so. Also alles ganz cool bis jetzt. Und dann werde ich die Route, glaube ich, gleich mal nach links werfen. Oder so schräg links, sag ich mal.
Weil da rechts habe ich ja zwei Routen liegen. Das muss ja wohl reichen. Wenn denn da wirklich was rumschwimmt. So, haben wir den hier zum Keschern bereit. Ach, das ist ja, ach du Scheiße, der hat da noch nicht mal 20, wa? Das ist der kleinste von allen. 22 Pfund. Nicht so das Monsterfischchen. So, der hauen wir jetzt einfach mal hier mitten in den See rein. So. Da hinten springt auch schon ein Karpfen direkt daneben. Heißt also, wir müssen jetzt auf den nächsten warten. Da gründeln sie auch schon wieder überall hier. Springen tun sie auch, aber wir brauchen einen neuen Fisch an der Route. Drei Karpfen haben wir jetzt gefangen. Das heißt, der vierte kann ja jetzt wohl mal wieder in Welt sein. Wenn ihr überhaupt mal was anbeißt, setzen wir uns so lange auf den Stuhl. Ne? So. Leider geht das nicht. Oh, die Sonne blendet, aber sehe ich ja gar nicht, welcher Bissanzeiger da blinkt. So, jetzt sollte ich das sehen. Hoffen wir, dass da noch was passiert, denn sonst wird er ganz schön mager. Aber ich glaube echt, dass die Bossfische extrem selten jetzt beißen. Ich habe ja auch nicht mal einen Karpfen oder sowas gefangen. Normal hast du ja davon wenigstens mal ab und zu ein. Aber bis jetzt eben. Uah, was tue ich hier? Da ist, glaube ich, meine Aufnahme gerade hier verkackt. Ja, auch mal gut. Da habe ich die Route in der Hand, aber keine Ahnung, ich habe D gedrückt, um halt zur Richtung Route zu laufen. Dann ist er bei mir aus dem Spiel geflogen. Beziehungsweise rausgetappt. Und bis man bei Eurofishing wieder zurückkommt ins Spiel, ist natürlich dann auch immer schön. Dauert immer. Und dann ist der Fisch weg. Jetzt haben wir natürlich bestimmt dran gehabt, aber leider keine Chance, den zu landen. Das heißt, ich bleibe jetzt hier stehen. Na, da muss ich mich nicht bewegen. Was eine Scheiße. Was eine absolute Scheiße. Da ist er gerade einfach rausgeflogen. Aus dem Vollbild. Ein bisschen buggy das Ganze. Hoffen wir, dass wir überhaupt noch jetzt einen Fisch fangen. Aber bei 2 und 3 geht da wieder gar nichts, ne? Man, die liegen da friedlich. Und in Ruhe. Aber da bringt uns halt nichts. Da ist die Bissfrequenz echt nicht so geil. Und wieder auf A1. Diesmal habe ich die Route auch in der Hand. Und der Fisch hängt. Route direkt krumm, aber Fisch bewegt sie nicht. So, jetzt hat er sich in Bewegung gesetzt. Jetzt können wir ihn vielleicht in unsere Richtung bewegen. Und dann ist es hoffentlich mal was Dickes, aber bis jetzt macht hier nicht so den Eindruck. Jetzt geht natürlich auch die andere Route wieder ab, ne? Wenn jetzt hier ein Fisch an der Leine ist. Aber hat nur dreimal gepiept und ist dann weg, oder was? So, was haben wir da? Ich sehe noch nichts, habe noch keine Flosse gesehen. Auch noch nichts anderes. Noch kann ich nicht sagen, was es ist. Spätestens wenn es dann im Kescher liegt, das Tierchen, dann wissen wir es auf jeden Fall. Aber der ist jetzt schon relativ oft an der Oberfläche gewesen. Deshalb wundert mich ein bisschen, dass ich noch nicht mal eine. Ich glaube, es ist ein Wels. Ich glaube, es ist ein kleiner Wels. Ich habe gerade die Schwanzflosse kurz gesehen. Aber groß ist der auch wieder nicht. Ist wieder so ein kleiner Miniaturwels, den wir ja schon die letzten Mal auch gefangen haben. Unser Quotenwels wieder. Aber wir brauchen mal hier langsam einen Quotendicken.
Und den am besten in Welsform, Freunde. Denn mit den kleinen hier können wir nichts anfangen. Die können wir höchstens als Köder benutzen. Schade, dass man hier alle freilassen muss. Ich würde die gerne an Haken hängen. Denn dann kommt hier die Big Mama und dann ist da mal ganz schnell Ende mit dem Wels. Guck mal, die anderen piepen immer nur so einmal kurz, aber beißen tut da nichts. Da haben wir den Welskopf kurz gesehen. Ah, jetzt geht er ab. Aber gut, den werde ich nicht bekommen. So leid es mir tut. Erstmal müssen wir den Wels hier ausdrillen. Und da ist auch schon weg. Mal gucken, wie viel Pfund der hier auf die Waage bringt. Wahrscheinlich ist er sogar wieder... Ach, guckt euch an. Er ist wieder der kleinste von den Kleinen. Ach, wieder er. Die sind aber echt immer hier extrem hell gefärbt, die Kleinen. Schon ein bisschen komisch. 23 Pfund immerhin. Gut, mehr sollte nicht sein. Das heißt, wir werden hier im nächsten Video natürlich immer weiter versuchen, Fische zu fangen. Aber für das Video soll es das erstmal gewesen sein. Wieder ein Wels, der leider zu klein ist. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen größeren. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Irgendwann werden wir den schon bekommen. Ich bin zuversichtlich. Es kann sich nur noch um Jahre handeln. Also Daumen drücken und abwarten. Bis zum nächsten Mal. Petri Heil, macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.